alles in allem fühle ich mich natürlich sehr wohl mittlerweile in meiner Haut. Es gibt gute, es gibt aber auch mal schlechte Tage. Aber ich habe natürlich gelernt, mit mir selber umzugehen, mich einzuschätzen, meine Haut auch einzuschätzen. Und alles in allem bin ich ganz happy. Ehrlich gesagt, könnte ich ohne Spiegel nicht leben. Allerdings würde ich nicht behaupten, um eine Bestätigung zu bekommen, sondern einfach, das fängt ja schon morgens an, wenn man aufsteht, möchte man gucken, sieht man wirklich müde aus, so müde, wie man sich fühlt? Muss ich groß was an der Haut machen? Muss ich mehr oder weniger Pflege auftragen? Brauche ich Make-up, um aus dem Haus zu gehen? Und dafür braucht man einfach den Spiegel, um es mal ein bisschen zu checken. Ich würde es nicht unbedingt als Schwäche bezeichnen, aber ich bin ein wirklich durchweg optimistischer Mensch und versuche Menschen immer positiv zu beurteilen oder das Positive in ihnen zu sehen. Nein, ich brauche auf gar keinen Fall das Gefühl, schön zu sein, um stark zu sein, weil ich denke, dass Stärke wirklich von innen herauskommt. Genauso wie ich über die Jahre meinen Körper kennengelernt habe, genauso musste ich auch meine Haut kennenlernen. Wann brauche ich viel Pflege, wann brauche ich auch mal gar keine Pflege? Gerade wenn man viel arbeitet, viel Make-up drauf bekommt, viel fliegt. Natürlich, da braucht man mehr. Und wenn man mal ein paar Tage Ruhe hat, dann braucht man eben auch mal bloß ein bisschen und nicht ganz so viel. Ich liebe dein Lachen. Ich glaube, das ist für mich das schönste Kompliment.